Also, das ist doch wirklich ein Isamon und seine Schmuggler haben meist ein wertvolles Idol direkt aus dem Kloster gestohlen. Zumindest habe ich die Geschichte gehört. Na gut, dann gehen wir mal jetzt hier rein in die Taverne. Entschuldigt bitte, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ihr seid doch eine der Fremden, von denen die ganzen Leute hier im Ort reden. Ihr gehört doch zu dieser Abenteurergruppe aus dem Norden. Ja, aber sicher doch. Jeder kann sehen, dass ihr außergewöhnlich seid. Bitte entschuldigt. Und ihr müsst der Mann sein, von dem der Junge am Friedhof gesprochen hat. Ihr habt von mir gehört? Ja, das ist wohl nicht verwunderlich in so einer kleinen Stadt. Und so abgelegen, ich dachte, niemand würde mich hier finden. Wie man sich doch täuschen kann. Ich wollte euch ja nicht belästigen, wenn ich nicht in einer fürchterlichen Notlage wäre. Ich benötige eure Hilfe. Ich bitte um euer Verständnis. Meine Fürstin oder meine arme Tochter wird sterben müssen. Welche Art Notlage ist das? Der Junge hat von Untoten am Friedhof gesprochen. Hat das etwas mit eurer Situation zu tun? Was kümmert es mich, wenn ihr sterbt? Lasst mich doch in Ruhe. Ich bin vielleicht bereit, euch zu helfen, wenn ihr mir einen Preis bezahlen könnt. Welche Art Notlage ist das? Ich kann hier nicht darüber sprechen. Bitte besucht mich doch in meinem Haus. Es liegt oben auf der Klippe. Meine Fürstin fliegt hören. Dort kann ich euch alles erklären. Nun gut, ich komme in euer Haus. Es befindet sich oben an der Ostklippe, meine Fürstin. Es handelt sich um eine einfache, aber glücklicherweise sichere Behausung. Zumindest im Moment noch. Mein Name lautet Marlow. Ich bitte euch nochmals dorthin zu kommen. Dort werde ich alles erklären, ich schwöre es. Ja, der Leichnam auf dem Friedhof. Ich bin auf einen Mann namens Marlow getroffen. Er schien äußerst verzweifelt und behauptet, in großer Gefahr zu sein. Er bat mich doch, mich mit ihm in seinem Haus zu treffen, das auf der östlichen Klippe in Ankerat steht. Wenn ihr es wollt. So, bei mir ist das Bier billig. Seid gerüst, mein Freund. Noch mehr Reisende, die unser hübsches Fleiß am Karat bekommen, hm? Seid ihr auch ein Söldner, der dem Ruf unseres guten Balthasars gefolgt ist? Nein, bin ich nicht. Nein, es kommt nicht oft vor, dass Reisende nach Amkertran kommen. Vor allem nicht in letzter Zeit. Da seid ihr also im C4 willkommen, gute Frau. Zaki Refar steht euch zu Diensten. Kann ich euch ein paar Fragen stellen? Sicher. Ich bin nicht so übermäßig beschäftigt, dass ich nicht Zeit hätte, die ein oder andere Frage zu beantworten. Oh, also dann schießt los, gute Frau. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen. Ja, Erwin, was könnt ihr mir von diesem Balthasar erzählen? Balthasar ist der Anführer des Mönchsordens in der Festung. Er hat die Position schon einige Zeit inne. Er ist nicht besonders beliebt, wie euch sicher schon aufgefallen ist. Vielleicht erzählt mir, was ihr wisst. Die Mönche haben Amkertran immer unterstützt. Wenn nötig, haben sie spirituelle Führung angeboten, ja sogar Schutz vor Kreaturen, die manchmal aus der Kalimswüste kommen. Wir waren immer für ihre Anwesenheit dankbar und natürlich für die Anwesenheit der Schmuggler, die uns mit lebensnotwendigen Vorräten versorgen. Seitdem er jedoch Balthasar die Führung des Ordens übernommen hat, ist nichts mehr wie es war. Der Orden ignoriert uns, sie legen den Schmugglern Beschränkungen auf und haben sogar einige von ihnen getötet. Dadurch kann das Dorf nur noch begrenzt Vorräte erhalten und dann sind da natürlich ja die Söldner. Nun, was sollte man sich auch anderes erwarten, meine ich. Viele sagen, dass Balthasar eines der gefürchteten Kinder des toten Gottes Baals ist. Er bereitet sich zweifellos auf einen Krieg vor und bleibt nur zu hoffen und zu beten, dass der Krieg nicht nach Amkertran kommt. Balthasar ist ein Kind Baals? So sagt man. Er wurde vor langer Zeit von der Magierin Melisande hierher gebracht, die ihn auch beschützt. Wir befürchten jetzt, dass die alten Geschichten von den Zerstörungen, welche die Kinder beibringen, sich bewahrheiten. Habt ihr sonst noch eine Frage, die ich beantworten kann? Wisst ihr etwas über eine Frau namens Melisande? Man sagt, dass Melisande die Beschützerin aller Kinder Baals ist, ebenso wie Elminster der Beschützer der Hafner ist. Oh, warum eine Magierin wie sie jene beschützt, die nur Schreck und Zerstörung bringen, weiß ich nicht wirklich. Und ich kenne niemanden, der es erklären kann. Sonst weiß ich nur sehr wenig von ihr, Freund. Die Magierin Melisande hat hier schon seit Monaten niemand mehr gesehen. Sie sollte doch eigentlich hier vor kurzem gewesen sein. Habt ihr noch andere Fragen? Wisst ihr etwas über eine gewisse Sendai? Den Namen habe ich tatsächlich schon mal gehört, werte Frau. Ein paar Söldner, die sich regelmäßig im Ziffer aufhalten, haben diesen Namen in geflüsterten Gesprächen erwähnt. In ihren Stimmen schwang große Furcht mit. Sendai ist eine Drow, eine Dunkelelfin, soweit ich das verstanden habe. Man sagt, dass Balthasar seine Armee mobilisiert, um sie anzugreifen. Die Söldner fürchten sich vor den Bewohnern des Unterreichs, gegen die sie bei einem derartigen Krieg antreten müssten.
Einige haben gemeint, es wäre ein mächtiges Kind Baals und eine Mörchenmörderin, aber nur wenige sind sich sicher. Sie lebt wie alle Drow in den Eingeweiden der Erde. Mehr als das weiß ich leider nicht. Ja, gut. Dann, was wisst ihr über einen gewissen Abba Sigal? Abba Sigal, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Namen schon gehört habe. Handelt es sich um ein humanoides Wesen? Ich bin mir nicht sicher. Einst war eine Gruppe von Hauptmännern hier, die in gedämpftem Tonfall über eine Armee der Drachen sprachen. Ich denke, dass der Name Abba Sigal während dieses Gesprächs fiel. Damals dachte ich, es würde sich vielleicht um die Gebirgskette handeln, in der diese Armee stationiert ist, obwohl ich noch nie von einem derartigen Berg gehört habe. Der Gedanke, gegen Drachen zu kämpfen, ist ziemlich ernüchternd. Falls Balthasar wirklich plant, derartige Kreaturen mit seiner Armee anzugreifen, nun dann würde ich mir rechte Sorgen über seinen Geisteszustand machen. Habt ihr noch andere Fragen? Erzählt mir über den Mönchsorden in der Festung. Ich kann nur wenig darüber berichten. Der Orden hat schon vor langer Zeit seine Festung an den entlegenen Ort errichtet. Man sagt, dass es sich einst um einen uralten Kriegerorden gehandelt hat, der einem längst vergessenen Scheich diente. Sie mussten Exil, als er ermordet wurde. Das Dorf entwickelte sich rund um die Festung stets von der Führung und der Mildtätigkeit des Ordens abhängig. Und der Orden schüttelte seine Mildtätigkeit reichlich über uns aus. Zumindest war das so, bis Balthasar ihr Anführer wurde. Jetzt haben wir uns einander entfremdet. Wir kommen mal in die Festung. Ich weiß nicht, Balthasar empfängt niemanden schon seit Monaten nicht. Die Tore sind so gut bewacht und durch Zauber geschützt, die Balthasars gedungene Hexenmeister gewirkt haben. Es wäre närrisch zu versuchen, sie mit Gewalt Einlass zu verschaffen. Ich könnte wetten, dass das Hauptportal nicht der einzige Weg ist, der hineinführt, Talisa. Selbst Kerzenburg hatte etliche verborgene Hintertüren. Vielleicht wissen ja die Schmuggler, wie man hineinkommen könnte. Schwer zu sagen. Ich habe gehört, dass ein paar von ihnen damit angegeben haben, sich in die Festung geschmuggelt und dort Diebstähle begangen zu haben. Das könnte allerdings auch auf Aufschneiderei gewesen sein. Auf der ganzen Welt frohlocket. Ja, Minsk ist gut. Habt ihr sonst noch Fragen? Was machen diese Söldner hier? Wenn ich euch darüber etwas sagen könnte, Kassadi, dann müsst wüsste ich wesentlich mehr darüber, was sich in dieser Welt so abspielt, als mir lieb wäre. Ich höre manchmal Geschichten, die Söldner erzählen, wenn sie hier sind, und diese jagen mir eine Angst ein. Ich habe Geschichten von großen Kriegen und Zerstörungen in den Ländern jenseits der Wüste gehört. Der Orden hat sich zwar bisher nie in derartige Angelegenheiten eingemischt, aber Balthasar scheint das ändern zu wollen. Er plant einen Krieg, einen großen und fürchterlichen Krieg. Ich weiß jedoch nicht, gegen wen er den Krieg ziehen will. Ja. Was könnt ihr mir diesen Marlo erzählen? Ich weiß nur wenig über ihn. Er ist fremd hier in Amketran und kam erst vor einigen Wochen an. Ich glaube nicht, dass er hier bleiben wollte. Ich nehme sogar an, dass er seit einiger Zeit unablässig von einem Ort zum anderen reist. Aber seine Tochter wurde krank, das habe ich zumindest gehört. Er wirkt auch ein wenig verrückt. Er macht die untoten Kreaturen, die sich in unserem Friedhof erhoben haben, für die Krankheit seiner Tochter verantwortlich. Der arme Kerl, er trinkt zu viel, aber er scheint ihm nicht dabei zu helfen, seine Sorgen zu vergessen. Ja, habt ihr sonst noch Fragen? Nein, ich würde gerne was bestellen. Die zahlreichen Freunde, die C4 zu schenken vermag, sind euer Urkunde. Positiv davon genießt. Wenn ich die entsprechende Vorräte für euch habe, was ihr wünscht, meine ich. Im Moment ist das gar nicht so leicht. Ja, er handelt auf jeden Fall. Silberner Jodstein. Plus 1 auf Weisheit. Ja, goldene Hornhelme, die bringen mir nichts. Genauso wie die ganzen Speere plus 2, die Langbögen. Wenigstens stecken die Sachen einigermaßen gut. Kleriker stecken. Bohrpfeile, die Sachen. Helebarden können auch weg. Die Ritterrüstung kann mal weg. Das Bastardschwert kann weg. Edelsteine sind so eine Sache. Das Langschwert kannst du natürlich nicht identifizieren.
Die Königsträne, die verkaufe ich mal nicht. Den LOL und den Wasserstern, den kann ich verkaufen. Diese Halsketten und die schwarzen Opale kann ich verkaufen. Und du hast noch die Sachen hier. Und ein paar Pfeile. So. Dann rasten wir einmal edelmännisch. So, ja, dich. Nimm mal bitte alle den Rucksack. Kann ich nicht alle in den Rucksack packen. Oh, eine Silberkette, die ist auch noch hier drin. Der kann aber auch mal in den Rucksack, der Eichenring. Die werde ich einfach alle identifizieren und dann verkaufen. Jetzt haben wir langsam wieder Platz im Inventory. Das heißt, ich kann in meinen Einsprengsel mal reisen und wieder Ordnung machen. Bis gleich. Bei mir ist das Bier billig. Also das Problem ist, identifiziert nicht. Also rasten wir nochmal. Dass ich die Lederwämse plus 2 nicht identifizieren kann. Wie viele sind das jetzt noch? 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 9. Das wäre noch 3-mal rasten jetzt. Oder aber... Wir machen das erstmal so. Ich muss aufhören, mein eigenes Bier zu saufen. So. Damit ich erstmal das Zeug loswerde. So, das heißt, oh, Edelsteinchen. Das heißt, hier kann alles verkauft werden. Was Caton gerade mit sich so rumtreibt, schleppt. Ich habe ein paar schmucke Kellnerinnen, findet ihr nicht? Ja, bestimmt. Das gibt nämlich jetzt auf jeden Fall auch nochmal gut Geld. So.